Wir sind derzeit also damit beschäftigt, die Kopfpauschale, die die FDP mit der Union einführen will, abzuwenden. Das ist sehr wichtig. Das ist im Prinzip also der Überlebenskampf für unser Solidarsystem. Wenn das nicht gelingen sollte, dann wird demnächst also unser Solidarsystem, so wie wir es kennen, dass also Einkommensstarke für Einkommensschwache stehen, das Gesunde für Kranke stehen, das wird dann nicht überleben können. Also die SPD ist hier wirklich darauf angewiesen, auch dass wir in Nordrhein-Westfalen die Wahl gewinnen. Denn nur so kann das im Bund gestoppt werden. Wir müssen die Bundesratsmehrheit von Schwarz-Gelb hier durchbrechen. Wir müssen auch eigene Vorschläge bringen, also um das Gesundheitssystem effizienter, bezahlbarer zu machen. Wir haben jetzt neue also Vorschläge für die Arzneimitteltherapie eingebracht. Wir wollen nicht, dass die Arzneimittel in Deutschland teurer sind als im europäischen Umfeld. Wir legen uns mit den Lobbygruppen an. Wir wollen echte Qualitätsverbesserung, wir wollen die Hausärzte stärken. Es gibt keine SPD-Politik gegen die Hausärzte, sondern mit den Hausärzten. Und wir wollen mehr in Vorbeugung investieren. Aber die Grundlage ist die Finanzierbarkeit all dessen, was wir tun. Und diese Finanzierbarkeit wird gefährdet sein, wenn die Kopfpauschale kommt, weil Rentner, Geringverdiener und Familien sind nicht in der Lage, die Kopfpauschale zu bezahlen. Wir sind in dieser Auseinandersetzung nur so stark wie die Bürger, die uns helfen. Und der Bürger, der muss hier unterschreiben. Also jeder, der will, dass wir die Kopfpauschale abwenden, den bitte ich, unseren Aufruf zu unterschreiben. Der Aufruf ist einer der wichtigsten Aufrufe, die wir in den letzten Jahren gestartet haben. Vielen Dank.